Kannst du den Pop-Lock? Ich schieb ihn dir rüber und du schiebst ihn zurück. Genauso. Oh. Oh, das tut mir furchtbar leid. Nein, es geht schon, es geht schon. Ich bin John. Ich bin Laurie. Ganz ehrlich, eigentlich hattest du auf der Tanzfläche so gar nichts verloren. Ich kenne echt coole Moves. Ich fand's eher peinlich. Alles Gute zum Jahrestag. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich verstehe das nicht, Mann. Echt nicht. Du bist 35 und hast immer noch Angst, wenn es donnert? Gar nicht. Ich habe keine Angst. Ich... Donnerbuddies fürs Leben, richtig, Johnny? Auf jeden Fall. Komm, hau rein. Wir singen den Donnersong. Wenn du den Schall des Donners hörst, mach dir nicht ins Hemd. Schnapp deinen Donnerbuddy und sing ganz ungehemmt. Fick dich, Donner, leck mich doch am Sack. Du Arschloch kannst mir gar nichts. Du bist nur Gottes Kack. Ich habe ein Mädchen kennengelernt, sie ist Kassiererin. Ach was, ist ja super. Okay, gut, das war wohl ein Tick zu viel. Und, wie heißt sie? Ist ein Assi-Name, rate. Mandy? Nein. Marilyn? Nein. Britney? Nein. Tiffany? Nein. Candace? Nein. Alter, verarsch mich nicht. Ich kenne mich aus mit dem Scheiß. Sehe ich so aus, als würde ich dich verarschen? Okay, ich meine ganz ernst. Jetzt kommen ein paar Namen hintereinander. Wenn er dabei ist, will ich den Buzzer hören. Kapiert? Ja. Okay. Brandy, Heather, Channing, Rihanna, Amber, Sabrina, Melody, Dakota, Sarah, Bambi, Crystal, Samantha, Autumn, Ruby, Taylor, Tara, Tammy, Lauren, Charlene, Chantel, Courtney, Misty, Jenny, Krista, Mindy, Noelle, Shelby, Trina, Reba, Cassandra, Nikki, Kelsey, Shauna, Jolene, Erling, Claudine, Savannah, Casey, Dolly, Kendra, Collie, Chloe, Devin, Malou, Scheiße, Becky? Nein. Warte, ist es einer dieser Namen mit einem Lynn hinten dran? Yep. Okay. Brandy Lynn, Heather Lynn, Tammy Lynn. Fuck! An einer Beziehung muss man nun mal permanent arbeiten. Doc, ich habe nur manchmal das Gefühl, dass er sich nicht mal mehr Mühe gibt. Er klammert total. Er hat buchstäblich Angst davor, allein zu sein. Bei diesen starken Gefühlen halten Sie doch die Hand. Ich... Er kommt ihm buchstäblich entgegen. Er will meine Hand nicht halten. Oh, Scheiße. Du musst aber die Finger einhaken. Ohne einhaken können wir genauso gut nur Freunde sein. Und keine Partner. Was sagt ihr Säcke jetzt zur Jump Street? Hey. Ich hab eine fette Gehaltserhöhung bekommen, um für euch Wichser wieder den Babysitter zu spielen. Geht's wieder auf die Highschool? Nein, du dämlicher Penner. Du Arsch siehst locker wie 50 aus. Ihr geht aufs College. Gefällt mir, Player. Wieso kommt mir bei jedem Satz aus deinem Mund das kalte Kotzen? Sandwich Toaster. Knautschsessel. Witziges Shirt, das zeigt, dass wir Alkohol trinken. Macht ihr beide wieder nur Schwachsinn am College? Das ist der gleiche Fall. Also macht auch das Gleiche. Naja, ganz ist es nicht der gleiche Fall. Einer von uns hat gestern Nacht gevögelt. Und zwar in der Missionarstellung. Missionarstellung. In der... Wo ich oben bin und sie auf dem Rücken. Verdammt! Jetzt wieder an die Arbeit, ihr Pfeifen. Wir müssen echt einen Experten aufsuchen. Das heißt, irgendwer hat eine Tonne von dem Scheißzeugs nach Mexiko für Spring Break. Das ist eure Spur, Blödmann! Ich weiß, aber wir wissen nicht, wer es ist. Aber wir wissen nicht, wer es ist! Das bist du! Das klingt nicht im Entferntesten wie ich. Ist nicht du. Eric! Mach die Augen zu und sag mir, wer jetzt redet! Das ist Schmidt, die blöde Zicke. Was? Hört zu, ihr müsst einen Gang hochschalten, Leute! Spring Break, ihr Pisser! Eine Granate? Man weiß ja nie. Ah, und wieso steckst du sie dahin? Fühlt sich gut an. Hola, Levato. Mein Partner will das Produkt sehen. Wo habt ihr den Gringo her? Von dem verdammten Mumford & Sons Konzert oder so? Kennt ihr mich noch? Ich bin euer bester Albtraum. Ich bin euer schlimmster Albtraum. Los, los! Schlag mich! Nein! Was? Nein! Was hattest du vor? Was ich vorhatte? Warum wolltest du mich küssen? Scheiße, ich wollte dich nicht küssen! Nein, du lädst dich schon wieder vor! Ich will gar nicht das küssen! Das ist der unangenehmste Faustkampf, den ich je hatte! Hey, ich hab eine Granate in meinem Schwanz! Kommst du da ran? Ist sie das? Das ist mein Schwanz! Und das da? Das ist auch mein Schwanz! What the police in the hole! Sieh her, süße, lächeln. Wir machen einen Stella-Kalender. Lächeln, Heisenberg. Sie schluckt eine Menge von diesem blauen Zeug. Was ist das? Gatorade. Ach, na gut. Ihr müsst uns unbedingt...
unbedingt besuchen. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Wir waren echt lange nicht aus. Wir können uns doch hier amüsieren. Das ist aufregend. Wir brauchen sowas über unserem Bett. Sieh mal, neue Nachbarn. Wow. Wen haben wir denn da? Ist das eine Studentenverbindung? Wir müssen darüber gehen und voll cool sein. Und sagen übrigens, macht nicht so einen Krach. Aber so dürfen wir es nicht sagen. Eher, macht nicht so einen Krach. Warum machst du so? Mach nicht so einen Krach. Wir sind verkrampft. Hör auf. Yo, wir wollten euch nur begrüßen. Willkommen. Außerdem wollten wir sagen... Mach nicht so einen Krach. Jedenfalls... Vergesst nicht, wenn wir zu laut sind, kommt zuerst zu mir. Ruft nicht die Beulen. Okay. Dann sage ich meinen Freunden... Ja. Seid ihr bereit für die Show? Ruft die Bullen. Nein, das ist so spießig. Mach es anonym. Ist eine gute Idee. Die machen die Drecksarbeit für uns. Oh nein, er hat uns verraten. Sie haben sich wegen der Nachbarn beschwert? Wir können Anrufer lokalisieren. Wir sind Cops. Scheiße. Jeder hat eine Anruferkennung. Ihr habt einen schlafenden Riesen geweckt. Willkommen in der Hölle, Bitches. Diese Studenten haben alle Airbags aus unserem Auto gestohlen. Das ist merkwürdig. Warum klauen die unsere Airbags? Keine Ahnung, wir sollten Anzeige. Delta Psi führt 1-0. Wir schmeißen eine Robert De Niro Party. Dürfte ziemlich laut werden. Ihr habt den Kreis des Vertrauens verlassen, Fokker. Ist ja gut. Ihr macht Mr. Jinx nervös. Wir haben hier zuerst gewohnt. Genau. Unsere Bälle sind so fett. Läuft sich voll schwer. Ich bin Mama Bär. Mit langen Krallen. Willkommen in meiner Hölle, Bitches. Ich zeig's euch. Alter, wir haben den Airbag verpasst. Was hast du da im Mund, meine Süße? Ist das ein Ballon? Das ist kein Ballon, Herrgott! Ihr geht's gut, Sie können wieder nach Hause. Wollen Sie das Konto mitnehmen? Vielleicht brauchen Sie es nochmal. Heute setzen wir beim Spieleabend nochmal einen drauf. Oh Mann. Mhm. Jemand in diesem Zimmer wird entführt und ihr müsst ihn finden. Eine Murder Mystery Party. Wer das Opfer findet, gewinnt den Hauptpreis. Ihr werdet nicht wissen, was echt ist und was Show. Hey, Sie können nicht einfach hier reinkommen und die Tür aufbrechen. Oh! Das sieht so echt aus. Klappe, du Arschloch. Helft mir bitte, das ist nicht... Leute, ihr müsst diesen Käse probieren, der ist einfach... Oh mein Gott. Wer uns verfolgt, wird erschossen. Okay, geht klar. Fahrt vorsichtig. Ich habe immer die Kameradschaft guter Freunde genossen, die bei Glücks- und Geschicklichkeitsspielen antreten. Sollen wir hinterhergehen? Scheint so. Ryan, geh du zuerst. Ich hab Angst. Hallo? Scheiße! Ach du Scheiße! Verdammt, geht's noch? Das ist kein Witz. Ihr seid wirklich in Gefahr. Ist diese Waffe echt? Oh, nein, Annie! Oh, nein, 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 nein! Blut! Ich hasse Spieleabende! Oh, jetzt nimmst du ein kleines Bad. Oh, das ist ja noch schlimmer. Stopp! Warten Sie, ich hab Kinder zu Hause! Bei dem Arsch ganz sicher nicht. Oh, naja. Danke sehr. Ja! Oh nein, er ist tot! Das sind Anweisungen, wie man eine Kugel entfernt. Die hatten keinen reinen Alkohol, aber diesen schönen Chardonnay. Sehr gut, gut mitgedacht. Und ein Hundequietschi. Wegen der Schmerzen. Das brennt, ha? Huh? Ja. Susan. Willst du den hier anwesenden Jerry zu deinem Recht? Was ist der Unterschied zwischen Episkopalen und Lutheranern? Die Episkopalen essen keinen Fisch. Das sind die Pesketarier, das ist keine Religion. Das sind alles Fanatiker, was weiß ich. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Komm. Ich liebe dich. Bitte sagt mir, was hier los ist. Wir spielen mit unseren Freunden Fangen und zwar seit 30 Jahren. Was? Jedes Jahr spielen wir den ganzen Monat Mai Fangen. Nein, nein. Auch voll auf die Nüsse. Man weiß nie, wann jemand auftaucht. Glückwunsch, Kumpel. Du bist weiter so, Anna.
Unser Kumpel Jerry ist der beste Spieler und jetzt will er echt aufhören. Ich wurde noch nie gefangen. Nur zur Info. Und wer ist dran? Can't touch this. Dieses Jahr kriegen wir Jerry. Can't touch this. Uhrenvergleich? Weiß gar nicht, wie das geht. Ich trage gar keine Uhr. Zeit ist ein Konstrukt. Manche Paare gehen auf Kreuzfahrt, manche Paare gehen campen, manche Paare gehen in den Stripclub und haben Gangbangs. Das hier ist unsere Leidenschaft. Das ist unser Gangbang. Wow. Ihr habt euch durch dieses Spiel anscheinend nie aus den Augen verloren. Okay, gut dich zu sehen. Komm schon, das haben wir ewig nicht gemacht. Das Spiel ist ein Grund, im Leben der anderen mitzumischen. Dein Dad wünscht sich sicher, dass das du bist. Stopp ihn! Leck meinen Schwanz. Eier. Nein. Arsch. Eiscreme. Was? Er weiß, dass ich laktoseintolerant bin. Er will mich nur ärgern. Guten Morgen, Gewinnerin. Atme tief ein. Du stehst hoch oben auf dem Gipfel deines Erfolges und schaust auf alle hinab, die je an dir gezweifelt haben. Fick diese Loser. Fick sie und ihre hässlichen Hackfressen. Hey. Krasser Scheiß. Gehen wir jetzt zur Schule, oder? Nein. What's 2 plus 2? Heute ist der letzte Schultag. Willst du mich verarschen, Samantha? Geh hin und rede mit Ryan. Sie hat ein unglaublich süßes Lächeln. Amy, weißt du eigentlich, wie viele Mädchen sich nächstes Jahr in der Columbia auf deine Vagina stürzen? Jedes Mal, wenn ich dich besuche, nimmst du eine andere in Scherenstellung durch. Alter, eine Scherenstellung gibt es nicht. Mach's nicht madig, bevor du es probiert hast. Mach's nicht madig, bevor du es probiert hast. Au! Letzter Schultag. Das war's mit der Highschool. Ich will die Zahlen zum Budget nochmal durchgehen. Feiert den Abschluss und dann ab aufs College. Das war's dann, oder? Wir bleiben hartnäckig. Ich kann euch nicht hören. Gehen wir, Molly. Die Tür ist völlig schaltet. Wir müssen heute Abend auf eine Party gehen. Was? Niemand weiß, wie witzig wir sind. Es war unsere Entscheidung, nicht feiern zu gehen, damit wir uns auf die Schule konzentrieren und auf ein gutes College kommen. Und es hat funktioniert. Aber die Verantwortungslosen, die feiern waren, kommen auch auf diese Colleges. Ich bin zwar absolut super im Runterholen, aber ich hatte auch einen fast perfekten Unitest. Wir haben überhaupt nichts gemacht. Wir haben keine Regeln gebrochen. Nenn mir einen Menschen, dessen Leben so viel besser war, weil er ein paar Regeln gebrochen hat. Picasso. Das waren Kunstregeln. Amy Winehouse. Noch jemanden. Donald Trump. Ach, verdammte Scheiße. Picture this. I'm a bag of dicks. Put me to your lips. Desinfektionsgel. Check. Lippenpflege. Check. Das Pfefferspray. Pass auf, es ist sehr wichtig, dass du nicht... Oh! Amy! Der Sicherheitsverschluss fehlt. Fass dir nicht in die Augen. Verdammt nochmal, was soll das? Wir stellen die Fragen! Oh mein Gott! What can I say? Scheint mir unverhältnismäßig. Ach, tatsächlich? Ich sitz vorn. Los, rein da. Ander Spaß. Sag bloß nicht, dass wir zwei ein Date haben. Wieso ist lustig, dass deine Eltern denken, wir treiben es? Was ihr zwei habt, ist das Besondere. Wir wollen uns richtig zeigen, wie sehr wir einander mögen. Wir machen vermutlich nur eine koreanische Gesichtsmaske. Ich muss diese Worte nicht alle kennen. Hey, hey! Hab'n Hammer-Wochenende geplant. James Franco schmeißt eine riesige Party. Haha, ja! Die soll krass Bombe werden. Everybody drunk out on the dance floor. Was gibt's, Rihanna? Wieso wird er noch immer eingeladen? Wichsgriffel weg, Bitch. So. Das muss nur eine Phase sein. Das ist so heiß. Was zum... Es ist zu spät, du bist schon im Loch. Kevin! Lass los, Aziz! Die Polizei empfiehlt dringend, das Haus nicht zu verlassen. Sieht's schlimm aus? Plünderungen, Ausschreitungen! Ich glaube, das ist die Apokalypse. Steht alles hier drin im Buch der Offenbarung. Da draußen ist was! Wirf ein Messer rüber! Wir sollten hierbleiben und das Haus verbarrikadieren. Emma Watson ist aufgetaucht. Tagelang habe ich mich versteckt in einem Abflussrohr. Versuch einfach ein bisschen zu schlafen. Was tut ihr hier? Ich bin ein extremer Harry Potter-Fan. Ich muss ihr einen Haufen aufregender Fragen dazu stellen, wie sie die Filme gemacht haben. Krieg dich ein, Dumbledore. What you want, son? This is my game. This is my lane. Get out of the way. What you want, hon? Was zum Geist? Oh mein Gott! I
Ein Hubschrauber! Alles wird gut! Elder Snow will die Show machen. Du hast 72 Stunden, ihn ins Greek Theater in L.A. zu schaffen. Okay. Ich kann Auto fahren. Elders ist der hinterhältigste und selbstsüchtigste Wichser auf der ganzen Welt. Du wirst nach London fliegen und ihn abholen. Wir müssen jetzt echt los, wenn wir den Flug noch kriegen wollen. Buchen späteren. Buchen späteren. Ja. Buchen späteren. Hast du schon mal Absinth aus dem 19. Jahrhundert getrunken? Nein. Warum werden wir vom Maumee ausgepeitscht? Halte das Flugzeug auf! Ist der Flug nach Vegas schon weg? Zwei Erste-Klasse-Tickets? Nein. Ja. Schleppst du den überall mit dir rum? Wow. Beeil dich, beeil dich! Oh mein Gott! Wäre es nicht viel sinnvoller, wenn wir hier bleiben und die Zeit deines Lebens haben? Mein Hintern wird nass! Mein Hintern wird nass! Dein Job ist, ihn ins Greek zu bringen. Und wenn sein Herz nicht mehr schlägt, rammst du ihm das Adrenalin rein. Wie in Pulp Fiction? Ich lebe noch! Vom Moment ihrer Geburt an ist die Tochter eines Mannes das Zentrum seines Universums. Du gibst ihr Liebe. Du unterstützt sie. Du siehst, wie sie zu einer selbstbewussten Frau heranwächst. Und dann eines Tages stehst du auf einmal ihrer großen Liebe gegenüber. Die abgewichsten Flemmings sind endlich da! Ja! Oh mein Gott. Scheiße, ja! Er sieht aus, als ob er viel Sport treibt. Steffi, bring sie nach oben! Bitte, bitte, bitte. Das hat sich rausgestellt, dass ihr Freund so ein Internetmilliardär ist. Ich bin so scheiße aufgeregt, dass ihr an den Feiertagen hier seid. Er ist erst 15, also vielleicht könntest du... Oh, Kacke! Ja. Du sagst nie Scheiße? Laird nimmt kein Blatt vor den Mund. Aber er ist ein wirklich netter Kerl. Weißt du noch, als wir Sex im Whirlpool hatten? Steph hat sich geöffnet wie eine Blume. Das hättet ihr sehen sollen. Das hätte ich nicht, aber jetzt habe ich das Gefühl, als hätte ich es. Kein Vater wünscht sich für seine Tochter so einen Kerl. Mir ist gerade nach einer fetten Umarmung. Gute Nacht. Ich weiß nicht, was er für ein Problem hat. Oma, Oma, Oma. Ich fühle mich so normal. Ich habe eine kleine Überraschung. Tada! Ist das unsere Weihnachtskarte? Das seid ihr! Da steht fröhliche Feiertage und so. Da steht fröhliche Feiertage? Ja. Oh, fuck, ich wusste nicht, dass er auf fröhliche Feiertage dazu tätowiert. Das werde ich jetzt wohl nie mehr los. Ned, Weihnachten werde ich Steph fragen, ob sie mich heiratet. Und ich möchte gern deinen Segen haben. Ja? Nein. Gib mir ein paar Tage, dann habe ich dich überzeugt. Heiligabend wirst du Sohn zu mir sagen. Und ich werde Dad zu dir sagen. Ich denke, das wird nicht passieren. Ich denke schon, Dad. Nein, ich denke nicht. Dad, ich denke schon. Hör auf. Was denn, Dad? Das, hör auf damit. Dad, wovon redest du bitte? Steph, du könntest jeden haben. Wieso Laird? Weil er mich wirklich glücklich macht. Dieser Kerl wickelt seine Tentakel um jedes Mitglied dieser Familie. Durch seinen Einfluss braucht deine Mutter jetzt Marihuana. Los, nimm mich. Wir möchten nicht, dass unsere Tochter so jemanden heiratet. Ich werde diesen Mistkerl fertig machen. Du verrätst Stephanie nichts von dem Antrag, oder? Ist das eine Drohne? Laird beobachtet uns. Was? Leg dich nicht mit dir an! Oh, Scheiße! Haben Sie eine Macke?